Und damit herzlich willkommen zurück bei City Skylines. Wir versuchen heute mindestens die 20.000 Einwohner vollzukriegen. Da haben wir letztes Mal aufgehört, hier in diesem wunderschönen neuen Wohngebiet für die ungebildete Bevölkerung zu wenig Dienstleistung. Was ist das denn? Wie zu wenig Dienstleistung? Hier sind doch genug Dienstleister vorhanden. Aber das Problem lässt sich sicher schnell lösen, nämlich mit einer... Ist das vier- oder sechsspurig? Eins, zwei, dreispurig. Das hier ist aber vierspurig. Sieht aus, als würde das passen. Das hier sind die sechsspurigen, genau. Das hier sieht nicht aus wie vierspurig. Also wir gehen erstmal bis nach da. Von da aus. Dort hoch. Ohne es jedoch zu verbinden. Und das war das falsche Moment. Was habe ich denn hier gebaut? Eine sechsspurige Straße wird das dann wohl sein, ne? Ach so, sechs teilt sich auf in 3 und 3, ja natürlich. Macht Sinn. Und von hier aus geht dann die Straße hoch. Ein bisschen Platz lassen wir mal, damit da auch Parks zwischenpassen. Ja, hier unten wird es ein bisschen abgeschnitten, das ist nicht so. Nicht so dramatisch. Aber wir kriegen hier erstmal was voll. Sehr gut. Das Ganze wird noch schnell unterkühlt. Von hier gibt es eine Verbindung. Bereits belegt. Ja, egal. Ich will da eine Verbindung haben. So, das sieht doch wunderschön aus. Das Problem hier lösen wir gleich mal. Nochmal so, wir haben ja im Moment ein bisschen Kleingeld. Du meinst, du hast nirgendwo eine Verbindung. Das sehe ich aber anders. Weil hier funktioniert das ja auch so. Weil wir hier theoretisch auch die Dinger mal weglegen können. Ist ja mit Strom verbunden. Was sagt er denn hier? Zu wenig Dienstleistung. Wenn nichts getan wird, könnte das Gebäude schließlich verlassen werden. Bauen Sie mehr städtische Dienstleistungen. In der Nähe, was ist denn das hier oben? Hier wollte ich jetzt auch Dienstleistung machen. Kleine Dienstleistung. Und große Dienstleistung. Bürogebiet, wo baue ich das denn hin?
könnte eigentlich hier mit hin. So, das sollte mehr als genug sein. Beim Öl passiert noch nicht viel. Aber das wird sich schon noch entwickeln. Hier wird direkt nochmal einer ausgebaut. So, damit haben wir das alles verbunden. Hier gibt es eine Verbindung. Gefälle zu steil. Ich würde das sagen. Na, da entwickelt sich ja schon das Haus. Wie groß wird es denn? Nicht sonderlich hübsch, aber muss reichen. Da jetzt ein Gebäude steht, können wir hier die Stromversorgung schon mal wegnehmen. Aber nicht so weit. Sehr gut. Und jetzt wieder wegreißen. Ich glaube, manchmal reiße ich die falschen Gebäude. So zum Beispiel. Alle kein Strom. Dann lege ich auch mal kurz Strom. Kann ich ja wegreißen, sobald die sich ein bisschen weiter verteilt haben. Hier brennt es, aber das ist die Feuerwehr zur Stelle. So, unser wöchentlicher Überblick. Strom ist überall vorhanden. Ist auch noch okay. Wasser ist okay und überall vorhanden. Müll. Sieht gut aus. Ich brauche aber noch so eine Verbrennungsanlage. Steigt Müllverbrennung ein bisschen und ich entlasse die Deponien wieder ein bisschen. Ich müsste immer noch doppelte Kapazität bauen, also ich muss noch zwei bauen. Gesundheitswesen, sehr gut. Krankenhaus, auch sehr gut. Friedhof, auch sehr gut. Krematorium können wir noch nicht. Feuerwehr. Ist da nicht so gut. Da unten eine Feuerwehr. Klärt zumindest ein bisschen was. Hier müsste auch noch eine hin, aber da reicht das Geld schon wieder nicht. Und hier drüben muss auch eine hin. Egal, Polizei. Sieht sehr gut aus, auch wenn wir nur zwei Polizeireviere haben. Da könnte ich eigentlich hier mal ein neues hinsetzen.
hier so. Bevor wir das machen. Ja, hoffentlich ziehen hier langsam mal ein paar Ungebildete ein. Sieben von zehn Haushalten, eins von zehn, meine Güte. Ich brauche mehr Einwohner. Nicht nur mehr Einkaufszentren. Bildung. 44% ungebildet. Die finden nicht genug Arbeitskräfte. Das ist nicht gut. 2% hochgebildet. Ja, damit kann ich die Büros ja dann füllen. Bildung mit Abschluss an der Grundschule 54%, Oberschule 32% und Universität 13%. 523, die transportiert werden. Parks sehen in Ordnung aus. Nicht gerade das Beste, aber in Ordnung. Hier fehlt auf jeden Fall ein Park. Hier kann auch ein Park hinkommen. Sind ja nicht so. Das erfreut die nämlich alle ein bisschen. Hier kommt so ein Riesenpark. Passt nicht. Passt gar nicht. Dann kommt da nicht so ein Riesenpark hin. Ist nur so ein kleiner. Der passt da nämlich auch. Das kann weg. Ah, ist knapp. Einfach mal so zur Sicherheit. Hier fehlte doch noch ein paar, ne? Ich richtig gesehen. Das erfreut die alle. Jetzt die Polizeistation. Die erfreut die alle. Und damit. Oh. Geht's denen hier auch schon wieder besser? Und 1000 Einwohner dazu gewonnen. Und wir brauchen eine neue Buslinie. Die hier anfängt. Nein, hier. Wie fahre ich denn da? Nee, da fängt die nicht an. Hier fängt die an. Tut sie auch nicht. Sie fängt hier an. Habe ich hier Einbahnstraßen gebaut oder was? Achso, ich muss hier anfangen. Ja, okay. Die wird natürlich jetzt noch nicht so viele Leute transportieren. Aber später dann genug. So, es geht erst durch das Gewerbegebiet. Hier nochmal durchs Wohngebiet.
und dann rein in das Gewerbegebiet. Nein, das Industriegebiet eher. Da kann man umsteigen. Da hast du dieselbe Haltestelle. Hier gibt es noch eine und dann geht's wieder. Na, geht's noch nicht. Wir fahren mal einen Kreis. Dann kann man nämlich auch auf die gelbe umsteigen. Und hier geht's raus. Da oben hat er angefangen. Dann fährt er halt da lang. Dann habe ich auch alles abgearbeitet. So, die hier existierende Linie wird auch nochmal andersfarbig dargestellt. Und zwar wird das die so lila Farbe. Ich hier noch? Ja, habe ich. Warum möchte denn hier nichts sich bauen? Mir fehlen echt die Arbeiter. Warum ziehen hier gebildete Leute ein? Ich will das nicht. Ich will, dass die ungebildet sind. Wir haben ein Bürogebäude, das hat genug gebildete Leute. Ich hoffe einfach, dass ich dadurch jetzt die gebildeten Leute von den Jobs hier wegkriege. Und da die ganzen Ungebildeten reinkriege. Oder ich reiße einfach die Industrie weg. Und gebe der dafür ein paar Büros. Dann kann ich nämlich dieses Gebiet auch noch verkleinern. Oh, oh. Das ist ja doch ganz schön wirklich, man kann das irgendwie hier hin, hier verlagern. Und hier kommt dann noch irgendwas anderes hin. Ich werde jetzt also kein Industrie- und Gewerbegebiet mehr bauen, das muss reichen. Erst müssen mehr Einwohner kommen. Zum Beispiel durch höhere Häuser. So, das ist also attraktiv geworden, ja? Dann hat doch hier sicher noch einen Parkplatz. Und hier auch. Die wurden schon viel zu lange nicht mehr angefasst. Vergleichen wir doch mal wieder. Ah, es bleibt rot. Wo kommen die denn alle her? Also hier haben wir stark überfüllt. Das kann man dann mal ersetzen. Irgendwann demnächst gegen diese zwei Straßen hier.
habe ich jetzt auch viele drin, die einfach von Autobahn zu Autobahn fahren. Das müsste ich eventuell mal ändern, dass ich hier so eine Verbindung durchziehe. Gucken wir doch mal an, was uns die Straßen geben. Klebebandkreuzung dafür. Ich habe hier eine Klebebandkreuzung. Ich müsste also die Autobahn nehmen, hier irgendwie durchführen. Oberhalb. Müssen wir wissen, wenn die hier rumgeht. Ich will sie nicht da mitten durchbauen. Was sagen denn? Ach, Bild auf war das, genau. Ich die hier drüber baue. Ort ist bereits belegt, das ist mir bewusst. Ich kann es also nicht da direkt drüber bauen. Schade. Wenn es hier drüber geht. Da passt das mal kurz. Da könnte ich also lang mit der Straße. Hier quer durch kann ich nicht. Nee, da wird's ja nicht. Ich muss also hier an der Seite lang. Und ich komme hier auch nicht über diesen Kreisverkehr drüber. So komme ich drüber. Aber wie sieht das dann aus? So würde das aussehen. Das Problem ist, dass die Straßen zu eng stehen. Ich krieg den hier nicht rein. Also von hier kriege ich ihn eventuell nicht durch, nein. Keine Chance. Komme ich hier überhaupt rüber? Komme ich. Haben wir hier natürlich ein Problem durch diese Straße, dass da alles voll ist. Heißt, da müsste theoretisch noch ein Kreisweg gehen. Das möchte ich aber nicht mehr. Okay, jetzt habe ich mir hier irgendwie alles versaut mit. Die wollen nämlich jetzt alle da rein. Dann wäre es doch einfacher, ich baue hier noch eine sinnvolle Verbindung. Hier zum Beispiel. Da kommen sie rein. Und dann gibt es hier eine Straße rüber, die dahin führt. Das bauen wir jetzt.
halt rum, wie ihr. Huch, halt rum, wie ihr wollt. Ich muss hier bauen. Das hilft euch hier schließlich. Ist zumindest meine Hoffnung. Das war ja schon groß, ne? Ja. Ja, ich überlege, ob ich das Einbahnstraße lasse oder ob ich es beiden mache. Weil beides hat den Vorteil, dass sie hier sowohl rein als auch raus können. Und dann kann ich das Ganze theoretisch verlagern. Dass die hier reinfahren, die nach da wollen, und die hier reinfahren, die nach da wollen. Ja, das kann ich später machen. Ich gucke mir das erstmal an, wie das ist, wenn ich es mit Einbahnstraßen weiterführe. Da die erste, da die zweite. Natürlich wieder eine Ampel, die ich so nicht verhindern kann, die aber hoffentlich nicht weiter stört. Hier bleiben kleine niedliche Wohnungen. Da habe ich nichts gegen. Aber die Stromversorgung muss natürlich auch wieder hergestellt werden. Passt so perfekt. So, wir haben hier immer noch diese Einbahnstraße. Und die werden wir jetzt auch beibehalten, weil jetzt lohnt sie sich. Hier gibt es nämlich keine Ampel, kein Nichts, hier kann man einfach fahren. Und selbiges gibt es jetzt hier. Für die, die da rein wollen. In dieses Gebiet. Und hier für die, die raus wollen. Da gibt es keine Ampel. So, raus, rein, fertig. Dieses Straßenstück kommt weg. Hier kommt man rein. Und hier oben kann man gerne rausfahren. Eventuell lenke ich den Verkehr hier auch noch komplett rum.